Nun ja, er ist ein einfacher Soldat und kein, nun ja, könnte man sagen, Paladin außer Lanfa. Fakt ist, uns kann er nicht gefährlich werden. Also gibt es auch keinen Grund, dass wir uns ihm gegenüber feindselig verhalten, außer er provoziert ist. Da im Moment tut er das Also, nicht. ich fühle mich jetzt schon provoziert. Aber gut, Ist sie ich wirklich hau ihn nicht unsere Kaiserin tot. und unser Prinz? Also ist es beschlossen, wir gehen nach Romilis. Auf welchem Wege wollen wir dorthin gelangen? Moment, Moment. Wollen wir wirklich nach Romilis gehen? Klar, warum nicht? Ja, unsere Aufgabe Eigentlich. ist es jetzt, nun die gute Dame und ihr Kind zu beschützen. Das Alles ist andere richtig. ist nebensächlich, alles andere ist egal. Aber wir haben ja gemerkt, wie schnell Romulus fallen kann. Und es sieht wahrscheinlich immer noch nicht wieder ganz gut dort aus. Und Wo wollte sie sonst hinbringen? habe keine Ahnung, in die Nähe von Xorlosh. Das wäre doch schön. Ja, das Ding ist, Bisschen weit Xorlosh ist auf weg. der anderen Seite von Werheim. Ich will sie nicht in die Nähe von den Drachen bringen. Nein, das auf gar keinen Fall. Wir müssen vom Drachen weg. Und auch Wir nicht in können die Nähe vom Rabenmund bringen. Das einen ist kleinen genauso Umweg schlimm. nach Punin nehmen. Vor allen Dingen, was sollte ein Mensch in Xorlosh? Ach, vor Xorlosh gibt es eine kleine Ansiedlung, da gibt es menschliche Händler und natürlich lassen wir keine Menschen in die heilige Stadt, aber da würde sie niemand vermuten. Also, ihr wollt sie in irgendeine menschliche Stadt verfrachten? Bis sie sich wieder erinnert. Eher so eine Art Handelsposten, nehme ich Dann an. könnten wir auch jede beliebige Stadt nehmen, nicht wahr? Aber Xorlosh ist immer eine Reise wert. Ihr sagte doch, ist es nur ein Dorf vor Xorlosh? Ja. Also ist es Das nicht Problem ist, dass wir Xorlosh? nicht dorthin kommen aktuell, da es geografisch nicht möglich ist. Aber wenn Geografisch, wir... das Einzige, was realistisch ist, ist, dass wir in Richtung Romilis gehen und irgendwo dort den Fluss überqueren. Wir müssen so schnell wie möglich raus aus diesen Landen. Und wenn es wahr ist, dass überall im Norden diese Wölfe warten, dann können wir nicht Richtung Weiden gehen. Das Nun, macht Sinn. schlagt ihr vor, Querfeld einzugehen oder die Wir große... müssen irgendwo die Reichsstraße überqueren und dann querfeldein, ja. Das ist das Einzige, was Sinn macht, denn uns an die größeren Ortschaften oder gar die Straße zu halten, wäre Selbstmord. Da stimme ich euch zu. Wir sollten auch die Wälder vermeiden, wenn es geht. Ja, das Bleibt uns auch. dann. Nun, außer das Großmütterchen Sumu führt uns natürlich. Das hat ja gut funktioniert. Ja. Das So ist ist in es also seiner beschlossen. Erfahrung. Es So würde ist es wahrscheinlich mit am meisten Sinn machen, wenn wir von hier aus direkt gen Süden reisen und dann parallel zu der großen Straße Richtung Oxmarkt. Über Würde ich kurz eigentlich oder gut. lang werden wir sie wohl nach Gareth bringen müssen, aber solange Nicht bevor sie sie nicht das Gedächtnis wieder hat. ihr. Richtig, denn was würde passieren, wenn sie jetzt ihrer Großmutter gegenübertritt? Die Großmutter, die den Enkel auf den Thron heben wird. Wird sie das überhaupt überleben? Ich Ich glaube nicht, fürchte. dass ihre Großmutter sie töten wird, nein, aber sie wird weggesperrt werden in irgendein finsteres Verlies im tiefsten Keller, den sie finden kann, und der Schlüssel wird weggeschmissen. Ja, das ist vermutlich. Ja, aber als hätten uns Verliese schon mal aufgehalten. Vielleicht die Frau mit dem Kind, aber schon, Woltax. Und vor allem ein Kind, das nicht aus einer rechtmäßigen Ehe kommt. Ihr könnt euch vorstellen, was das für Wellen schlagen wird, wenn jemals irgendwer das erfährt. Vielleicht sollten wir dieses Kind nun ja verschwinden lassen. Also nicht umbringen, wenn ihr versteht, was ich meine. Es Ja, könnte bei gut, dass ihr jemand. das klarifiziert habt, Abelmir. Ich war mir eine Sekunde lang nicht Ich sicher, habe auch was ihr gedacht, ihr wolltet meint. jetzt den Fluss Auch. fallen lassen. Was denkt ihr von mir? Ich töte doch keine Kinder. Nur das Beste, Ist das Abelmir. Nur das neu? Beste. Nun, wir sollten auf jeden Fall überlegen, in welche Hände wir dieses Balg geben. Die Hände vom Hochkönig. Abelmir, ihr redet von dem Prinzen von Garad, also ich würde ihn nicht als Balg bezeichnen. Nun, er ist ein uneheliches Er Kind. ist immer noch der einzige rechtmäßige Erbe des Thrones nach Rohaya. Nun ja, rechtmäßig tatsächlich nicht. Denn nur ehelich geborene Kinder werden anerkannt. In der Tat. Heißt das so? Nein, das Außer ist ein es bisschen wird kompliziert. eben. Nun ja, es gibt natürlich auch noch das Anerkennen von Bastarden, aber
Nein, also... Ist das jetzt wirklich wichtig, wer wann wie wo anerkannt wird? Irgendwie wird das vielleicht passieren, ja, es ist total in der Zukunft. Aber wir sollten uns darüber klar werden, wem wir das Kind anvertrauen wollen. Wir sollten integre Leute oder ein integrer Mensch oder Zwerg sein. Ich schlage den Hochkönig vor. Der Hochkönig ist ständig auf Reisen. Wie stellt ihr euch das vor, Boltax? Ja, da lernt das Kind halt viel. Aber darf das Kind denn überhaupt mit nach Zorlosch rein? Ja, momentan ist es ja noch nicht so groß. Das kriegt der Hochkönig bestimmt hin. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, denn immer noch Zorlosch ist viel zu weit weg. Ja. Wir könnten uns natürlich selber darum sorgen, denn wirklich vertrauen wir irgendjemandem genug, so eine Verantwortung zu tragen. Also ich kenne da 49 Jungs und Mädels, denen ich das sofort anvertrauen würde. Nein. Das wäre eine Möglichkeit, aber... Also viel Sicherheit in der Festung der Basaltforst wird es eigentlich nicht. Oh, und auf welche Bedingungen? Auch in eine Zwergenbinge geben. Nein. Man lernt es ordentlich. Arbeiten, Handwerkskunst. Seid ihr alle übergeschnappt? Das ist immer noch der derzeitige, nun ja, ein potenzieller Thronfolger des Mittelreichs. Einen Gehörnten wird er irgendwo nach Gal'Anfa gehen oder in eine Zwergenbinge. Das gehört sich nicht. Nee, ich stimme zu. Ich wusste nicht, dass es für solche Fälle Protokolle gibt. Isarun, informier mich doch über sowas. Ja, was sieht denn das Protokoll jetzt vor? Denke ich auch. Ja, gute Frage. Nun ja, also ich würde sagen, das Kind ist in großer Gefahr. Er braucht am besten irgendwie einen Magier oder einen Kämpfer. Das Kind darf nicht nach Gareth kommen. Wie gesagt, wir können es persönlich beschützen und großziehen. Zorgan würde sich erneut anbieten. Wir haben dort eine Villa. Niemand würde groß fragen, wenn wir ein Waisenkind großziehen oder gar es als eins von unseren Kindern ausgeben. Wir haben da doch auch Kinder, die für uns... Genau. Ach, stimmt. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wer kümmert sich um das Kind, während wir den schwarzen Drachen umbringen? Ja, das ist nur noch besser. Wir haben kompetenter Zorgan zumindest Freunde, zum Beispiel Igna. Da hätten wir zumindest ein Zwerg. Aber Igna, ihr wollt doch Igna nicht ein Kind anvertrauen. Doch. Also so ein kleines. Doch. Nein, allerdings ein Punkt. Er ist jetzt von Raya geschützt für seine Jugend. Er könnte tatsächlich eine Akolutenschaft angehen. Nein, das sollten wir nicht tun. Er braucht keinen weiteren Schutz. Vielleicht einen, nun ja, wir haben doch unter beiden Freunde, eure Freunde, diesen Iolaus. Ihr wisst schon, diese beiden nervigen Menschen. Was? Das sind ganz hervorragende Menschen. Ja, mit ihnen konnte ich wunderbar über Vulkane reden. Oh. Ja, wie auch immer. Ihr jetzt aber nicht die beiden Flaschen, oder? Doch, sie würden, glaube ich, denke ich, gut für das Kind sorgen und wir wären das problemlos. Und moralisch einwandfrei. Nun, zum Ersten, das problemlos ist eine Aussage, die ich nicht unbedingt unterstützen möchte. Zum Zweiten sind wir uns sicher, dass wir Magiern in der Hinsicht vertrauen wollen. Was ist denn das für eine Frage, Nein, euer das, Gnaden? Ich denke daran eher an Ippolita. Sie müssten es ja nicht wissen, wen sie dort hüten. Es gab ja schon da Probleme mit ihrer Magier-Natur. Aber sind doch so Pajos-Jungs, oder nicht? Die stehen doch dann bestimmt den ganzen Tag herum und weinen und keine Magie und bla und die und blub, oder nicht? Abgesehen davon ist die Mardergabe doch nicht ansteckend. Nur weil das Kind von zwei Magiern großgezogen wird, wird es doch keine magischen Kräfte einfach so entwickeln. Entweder man hat die Mardergabe oder man hat sie nicht. Oder man hat einen Kontrakt mit einem, naja. Nun ja. Wenn er sie hat? Wenn er sie hat, dann... Kommt das Kind in den nächsten Preios-Tempel und dann wird das ausgebrannt. Ich denke, so weit müssen wir nicht gehen. Überlassen wir es doch vielleicht diesen beiden Herren, sich um das Kind zu kümmern und eine weitere Ausbildung in ihre mehr oder weniger fähigen Hände zu geben. Außerdem können wir nicht einfach so über ihren Kopf hinweg entscheiden, ob sie sich um ein Kind sorgen können. Erstens wissen sie überhaupt nicht, worum es geht und zweitens, nun, wer weiß, ob sie überhaupt wollen. Aktuell sitzen sie in Gareth und wir können nicht einfach zu ihnen hineinspazieren mit dem Kind und es ihnen in die Hand drücken. Das Kind sollte auch gar nicht in Gareth großgezogen werden. Ja, sie könnten ja auch Zorgan selbst werden. Wir könnten sie
4 Möglichkeiten, was man mit, wohin man mit dem Kind, wenn wir die beiden wählen, schicken könnte. Es muss natürlich innerhalb des Mittellandes bleiben. Man könnte sie nach Zorgam schicken, Richtung Kunin schicken, nicht Richtung Havena oder Richtung Tralak oder Donnerbach. Wir könnten diese Herren doch in unsere Villa in Zorgam einladen. Ja, genau. Um dort sich um das Kind zu kümmern. Das wäre praktisch auch ein Kompromissvorschlag mit der Zwergenbinge. Denn wir hätten ja einen kompetenten Zwerg vor Ort, dem das Kind sicherlich auch, also sie können voneinander profitieren, denke ich. Kollege Gorbas würde die Stadt auch gut gefallen. Mit den ganzen schönen Ansichten und so. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der zu bedenken ist. Geheimhaltung. Wie weit wollen wir gehen, um es geheim zu halten? Es gibt Feinde, die in der Lage sein werden, unsere Gedächtnisse zu lesen, unsere Gedanken zu lesen. Also du meinst, wir sollten den Kreis der Wissenden dezimieren und Abelmir im Fluss ertränken? Guter Vorschlag. Das meint er wohl nicht. Aber nein, was ich eher meine ist, wenn wir es den beiden das Kind geben und ihnen die Aufgabe geben, wäre es vielleicht gar am besten, wenn sie nicht mal wissen, wer dieses Kind ist. Und wenn wir niemals erfahren, wohin sie mit dem Kind gehen. Das wäre hervorragend. Mhm. Oder wir müssen irgendwie... Daher wäre Zorgan wieder grenzwertig, denn dann wüssten wir, wo sie sind und man könnte sie verfolgen. Nun ja, ich gab doch kürzlich meine Magusarbeit ab und lernte dabei einen interessanten Cantus Memorabia Falsifier. Kollege, euch sagt das bestimmt etwas. Natürlich, ihr wisst schon aber, dass dieser Zauber nur kurzfristig wirkt. Gibt es ihn nicht in einer permanenten Variante? Ich meine, ich hätte darüber etwas gelesen. Ihr könnt wenn ihr einen anderen Cantus benutzt, um seine Erinnerungen zu verändern, dann ist es dauerhaft. Isarun, ihr seid doch jetzt Mager, richtig? Ja, richtig. Der ist doch auch Mager. Ihr könnt nicht einfach da hingehen und sagen, ihr sagt, das ist wichtig, weil ihr seid Pfeil des Lichts und ihr seid Mager und der soll die Schnauze halten und das machen? Nein, so funktioniert das nicht. Ich könnte natürlich niedrigeren Rangmitgliedern meines Ordens befehlen, aber... der ist doch auch so ein Prios-Typ. Du bist auch eine Prios-Dame. Das wird schon klappen. Ich bin mir nicht sicher. Allerdings bin ich auch dafür, dass wir niemanden außerhalb unseres Kreises von dem Kind und seiner Herkunft erzählen. Ja, wir könnten ihn auch hier lassen, bei Vagan. Was? Oder? Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum denn? Nein, nicht in den Schwarzen Landen. Das ist doch viel zu gefährlich hier. Und das soll jetzt nicht in meine Berichte kommen? Natürlich nicht. Ich denke, das Wichtigste ist jetzt gewesen? Tatsächlich... Das habe ich noch nie so gemacht. Das Wichtige tatsächlich ist jetzt, sie und das Kind in Sicherheit zu bringen. Und danach können wir immer noch entscheiden oder mitentscheiden, was passieren wird, weil wenn unsere Herrscherin das Gedächtnis zurückkehrt, dann wird sie die letzte Entscheidung treffen, nicht wir. Ich würde dafür, wir latschen jetzt einfach eine Rombelis, drücken das erstmal dem heiligen Paar in der Hand und dann ist das ein Problem für später. Das heilige Paar ist eine hervorragende Möglichkeit, ja. Sie könnten vielleicht auch bei dem Gedächtnis helfen. Was machen wir mit dem Gedächtnis dieses Söldners? Welches Söldners? Garvin. Ja. Ach, der fällt in Fluss. Was, wir können ihn doch nicht einfach verschwinden lassen. Das habe ich gar nicht gesagt, das hat Abel mir gesagt. Ich habe nur eine Frage gestellt und Rafim gab eine Antwort, mit der ich moralisch vielleicht nicht einverstanden bin, aber nun ja, es gibt einige Probleme. Argan kann sicherlich dafür sorgen, dass unser guter Freund so genau an die Umstände unseres Zusammentreffen. Vielleicht sollten Sie sein Gedächtnis auch etwas manipulieren. Dessen Vagans? Nein, ich dachte mir an den Söldner. Ja. Wir können ihn ja auch erstmal mitnehmen und wenn wir Glück haben, stirbt er auf dem Weg. Wenn wir Glück haben, wie ihr redet. Ein Unfall? Nein, kein Unfall. Hier sind überall irgendwelche Dämonenviecher. Der Typ hat einen Arm. Das kann nicht so schwierig sein. Vielleicht sollten wir erst einmal mit ihm reden und uns wie göttergefällige Menschen verhalten, anstatt wie unsere Feinde zu benehmen. Ja, mir behagt diese Diskussion nicht, wo sie gerade hinführt. Nun, ich habe nicht gesagt, dass wir den umbringen. Ist richtig? Ich habe gesagt, die Dämonen bringen den um.
Romulus scheint mir die beste Möglichkeit, wieder aus den schwarzen Landen herauszukommen. Außerdem ist in Romulus das Schwert der Schwerter, soweit wir wissen, eins unserer Ziele, und auch unser werter Ritter wird uns dort in die Richtung begleiten, ein weiteres Schwert, um uns zur Seite zu stehen. So ist es also beschlossen. Wir gehen nach Romulus. Finde ich gut. So sieht es wohl aus. Aber wir nehmen den Weg durch die Tore, nicht durch die Kanalisation. Natürlich. Warum sollten wir durch die Kanalisation gehen? Romulus ist doch befreit. Aha. Ihr hattet so ein Faible dafür. Ich dachte, so schön waren diese Kanäle auch nun wieder nicht. Ja. Irgendwie dämonisch verseucht, ehrlich gesagt. Ja, und außerdem stinken sie fürchterlich und sind meiner Kleidung abträglich. Eure Kleidung ist eh verloren. Sag doch so etwas nicht. So könnt ihr dann wieder zurück zu der kleinen Hütte aus Stein gehen, die dort gewachsen zu sein scheint. Dankwort vom Finsterkamm hat sich bereits hingelegt und auch der Deserteur Gavin und die Söldnerin Cella haben sich gemeinsam schon hingelegt. Liegt da irgendwie eng aneinander gekuschelt, zumindest Gavin hat sich an Cella gekuschelt, so sieht es eher rum aus. Nur der Druide Vagan ist noch wach, mit seinem weisen Blick kuschelt er gerade wohl. Er krabbelt zumindest dann über das Fell von Mira, die sich das dann noch gut gehen lässt. Und wenn ihr dann aus dem Wald, aus dem Gebüsch wieder raustretet, wird er vor allem Boltax mustern und die Mamme zunicken. Mhm. Wir wollten dir noch etwas zeigen, nicht wahr? Steht dort oben. Es ist noch ein guter Weg von ungefähr 1,5 Stunden, aber wenn ihr die Trolltasche sehen wollt, sollten wir aufbrechen. Isarun, ihr solltet mitkommen. Das wird sicherlich interessant. Oh ja. Trolltische, ja, meinetwegen. Ich bleib hier und gieß mir einen Tee auf und ich blick mal unauffällig in Cellas Richtung. Eine und pass auf. Idee. Nun, ich denke, ich sollte euch begleiten. Ich habe zwar nicht viel Ahnung von Magie, aber zumindest von Sternen. Genau, gebt ihr mal die alanfanische Perspektive auf das ganze Karinor. Ist immer wichtig. Boltax, erinnere mich daran bitte, dass ich dir meine Sternenkunde-Ausrüstung zeige, sobald wir zurück in Gareth sind. Oh ja, das ist... Vielleicht kann dir das helfen. Ja, bestimmt. Aha. Ja, ich würde dem Druiden Mira auf den Arm nehmen, den Druiden nochmal abfällig angucken. Mein Bär. Und mich dann dahinsetzen und mir einen Tee kochen. Dann brecht ihr auf, Rafim bleibt hier, um Cella zu beschützen. Abelmir, Boltax, Isarun und Kieras, korrekt? Ja. So könnt ihr gemeinsam durch den Wald gehen. Vagan führt euch, mal könnt ihr das Knacken neben euch hören. Wenn ihr euch umseht, könnt ihr wohl erkennen, dass die Wildschweine euch wieder begleiten und einige Büsche entfernt neben euch durch den Wald streifen. Dann könnt ihr auf eine Lichtung treten. Über euch habt der Mond sich jetzt erhoben. Ist es Vollmond? Seid euch nicht ganz sicher, zumindest steht er voll am Himmel. Ob es schon Vollmond sein sollte? Oder ob ihr vielleicht Dere verlassen habt? Vor euch steht auf alle Fälle ein großer Steinkreis. Ihr könnt die Felsen wieder erkennen, die ungefähr 20 Schritt von euch entfernt dort furchteinflößend stehen. Kein einziges Kraut, was an ihnen gewachsen ist. Und wenn ihr dann nach und nach auf sie zugeht, könnt ihr wohl erkennen, dass sich einer dieser Felsen mit einer kleinen Erschütterung bewegt. Große Steine, die an euren Füßen herumgewirbelt werden, die sich kurz erheben. Und dann erkennt ihr, dass es sich dabei um keinen Fels gehandelt hat, sondern um eine 4 Meter große, riesige Gestalt. Oh. Ich ziehe mein Schwert. Freios, bewahre uns. Was ist das denn? Das Ding dreht sich um und ihr könnt ein Wesen erkennen. Eine knollige Nase, eine massige Lederrüstung und eine gewaltige Axt in den Händen, die jetzt wieder an den Gürtel wandert, wenn er euch ersieht, wenn es euch sieht. Und mit seinen Händen, die frei geworden sind, packt er einen dieser gewaltigen Monolithen. Mit strähniger Haare erkennen und funkelnde, tief liegende rote Augen. Meine Göttin.
Kommt hinter mich, der will uns erschlagen. Nein. Ist das ein Riese? Oh, es sieht ja fast aus, als würde er aus Erz bestehen. Irgendwie schaut euch das mal an. Was ist das, ein Elementar? Der Felsen, den er jetzt nach oben nimmt, können auch sehen, wie weitere kleine Bröckchen herabrieselt. Er könnte damit zwei Ochsen auf einmal erschlagen. Was wollen Reisige hier? Herr Hörnerhelm, was wollen Reisige hier? Schau mal Fragen zu dem Druiden. Legen wir einen auf den Rücken. Keine Angst, Boltax. Dies ist unser Pakt, den wir geschlossen haben. Er ist sehr viel aktiver als der mit eurem Elementarherrn. Bereits sagte, ihr seid die Rückständigen. Das will ich nicht so sagen. Also. Riesige Kreatur versucht wohl zu lachen, zumindest klingt es so tief und dröhnend. Was ist das? Ich bin Graulheim. Lisa, habe ich gerade das Pakt gehört? Ja. Boltax, was ist das für ein Wesen? Ich habe sowas jetzt auch noch nicht so häufig gesehen. Kein Experte dafür. Ich würde sagen, es ist ein Troll. Vielleicht sollten wir höflich sein und uns vorstellen. Ja, genau. Ich würde mal meine Kappe, die ich habe, so ein bisschen abziehen, mach mir einmal durch die Haare fahren. Hallo, ehrenwerter Troll. Ich bin Boltax, der Geode. Mein Name ist Abelmir Jamorinus. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Er schüttelt mit dem Kopf, oder es sieht so aus, als ob er seine Haare schüttelt, die ihm so ein bisschen in Zeitlupe folgen. Himmelkrieger. Er deutet dabei mit dem Finger, riesiger Finger, auf Isarun, Frau Weißrobe. Er deutet auf Boltax, Bartmurmler. Abelmir, großer Rucksack. Eras, Nomadenhaar und Herr Hörnerhelm. Ich glaube, ich bin am besten dabei weggekommen. Ich bin Graulheim, ihr kennt mich. Ja? Woher denn? Darin steht eine Statue von mir. Walpo hat sie anfertigen lassen. Und Scheller nannte mich zum Reichsminister für Trollangelegenheiten. Ach, stimmt. Das habe ich vergessen. Das ist mir entfallen. Aber das war auch zur Zeit. Naja. Aber ja. Isarun steckt ihr Schwert weg und versucht sich daran zu erinnern, ob sie jemals so eine Statue gesehen hat irgendwo in Gareth. Kaiser Alric schenkte mir 1-10 Fässer Candyszucker. Schaut euch an und hofft auf so eine Reaktion. Ja, ihr dürft gerne mal eine Geschichtswissenprobe ablegen. Also von einer Trollstatue habt ihr nichts gehört. Cella kennt natürlich Boltax, das ist schon urlange her. Kaiser Alric von Almada war der dritte Kaiser der Almada-Dynastie. Und der hat ungefähr 700 nach Bosbarans Fall gelebt. Zumindest ist er da gestorben. Und dementsprechend alt muss dieser Troll sein. Cella sagt natürlich das andere. Und Kaiser Walpo, ja, dieser Troll ist sicherlich sehr, sehr alt. Und wenn er irgendwann mal in Gareth residiert hat, dann kann es sein, dass diese Statue auch schon längst wieder zerfallen ist oder gestört wurde oder durch irgendwas anderes dann für nichtig erklärt wurde. Ah, also seid ihr ein Freund von Gareth. Sehr schön, sehr schön. Sehr beeindruckend. Dann seid ihr ja schon mindestens 300 Jahre alt. Monde ziehen, Monde gehen. Frau Weißrobe. Ja? Ihr seid hier wegen der Mondmacht. Nun, eigentlich bin ich aus Neugierde mitgekommen, aber ja, Mondmacht, sicher, die Mardergabe. Er nimmt jetzt, wie gesagt, den riesigen Stein, 4 Meter hoch, fast noch höher als er, und versucht ihn dann, was heißt versucht, also er hebt ihn hoch,
Könnt sehen, wie sich seine riesigen Adern anspannen und dann trägt er ihn von der einen Richtung auf die andere Richtung innerhalb dieses Trolltisches. Ihr könnt das erkennen. Ihr habt erst vor kurzer Zeit an einem solcher Heiligtümer gestanden und dort dann die trollischen Raumbilder erkannt. Sternbilder, die hier rumstellt. Dürfte ich fragen, was ihr dort tut? Er will uns die Mondmacht zeigen, das ist doch recht offensichtlich, Abelmir. Ja, aber was tut ihr? Azdrach verändert Sternhimmel. Und so verändern wir die Geschichte. Wie, einfach durch das Steine umstellen? Also Steine sind sehr geduldig und haben eine lange Geschichte, aber wir können die Geschichte nicht rückwirkend verändern. Aber der Sternenhimmel hat sich verändert, nachdem Borberat gekommen ist, hatte ich auch das Problem mit meinem Sternenkundebuch, dass es nun teilweise obsolet wurde. Romadenhaar kennt den Sphärenerschütterer. Als er gekommen ist, haben sich die Sternbilder geändert und jetzt erneuert er die Bilder. Interessant, er richtet sozusagen die Macht dieses Kreises an den veränderten Sternenhimmel aus. Interessant. Könnt ihr das näher ausführen, Herr Troll? Ich bin Grauelheim. Ja, das wissen wir. Er nimmt einen kleinen Stein, geht wahrscheinlich euch, ihm geht er bis zum Knie, dementsprechend geht er euch dann ungefähr bis Brusthöhe. Boltax kann da überhaupt nicht mitreden. Der kann, wenn er nach oben schaut, eigentlich nur die Brust zwischen dem ganzen Bart dann erkennen, so hoch wie du gucken musst. Mhm. Und ja, er wird wohl weitere seiner Raumbilder gerade umstellen. Ich komme mal auf ihn zu und schau mir an, was er denn da genau tut und schau mir die Raumbilder an, die er da verändert. Erzählt mir doch von eurem Pakt, den ihr beschlossen habt. Würde mich sehr interessieren. Zwischen Druiden. Dann ist das ein Druide? Dieser Troll? Ich wusste nicht, dass Trolle so etwas haben können. Sind Schamanen. Die Trollzacker kennen Shoma, die Erdmutter, die alles Blut in sich sammelt und es den Sterblichen für ihr Dasein leiht. Er ist einer der Söhne von Rashtul, der einst Tausende von Kindern gebar. Wer ist Rashtul? Rashtul ist der Erdriese, ein Gigant. Sumo erschaffen. Ja, den kennt ihr doch bestimmt aus Sagenbüchern, Abelmir. Ja, sicher, ich dachte, es ist eine Sage. Im Märchenbuch, was wir bekommen haben, war irgendwo auch von ihm die Rede, meine ich. Ja, gut, ein Märchenbuch, aber wie man wieder einmal feststellen kann, bergen diese Märchengeschichten doch eine Hauptwahrheit. Interessant, interessant. Und was besagt euer Pakt? Wir beschützen die Trolltische und Riesengräber. Und sie bewahren den Sternenhimmel für uns. Ehres Ziel und eine wichtige Aufgabe durchaus. Dürfte ich fragen, wozu dieser Trolltisch im eigentlichen Sinne dient? Nicht nur der sternkundlichen Beobachtung, vermute ich. Es sind ihre Bücher. Bücher, die sie jetzt umschreiben.